So, guten Abend, sehr geehrte liebe Frau Professorin Esser, sehr geehrter Herr Dr. Vesperl, liebe Referentinnen unseres Symposiums aus Deutschland, aus Frankreich, aus Israel, aus den USA gekommen, lieber Dr. Thorsten Lattke, Studierende, meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Christian Wiese und ich begrüße Sie herzlich zunächst im Namen von drei Institutionen an der Goethe-Universität, nämlich der Martin-Buber-Professur für jüdische Religionsphilosophie, dann dem Buber-Rosenzweig-Institut für jüdische Geistes- und Kulturgeschichte der Moderne und Gegenwart und dem Forschungsverbund Dynamiken des Religiösen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Symposium Die Aufklärung des Aufklärers. Alle drei Institutionen sind durch mehrere Eigenschaften verbunden, nämlich einmal das interdisziplinäre Interesse an Fragen von Religion, Philosophie, Kultur, Gesellschaft und Politik, das Augenmerk auf den Zusammenhängen von Phänomenen der Vergangenheit und Fragen der Gegenwart und nicht zuletzt durch die Faszination von Perspektivwechseln, von überraschenden Blickwinkeln, von religiös-kulturellen Verflechtungen und spannungsreichen Aushandlungen von Affinitäten, aber auch von Differenzen. Fragen von Rezeption, von Aneignung, von Transformation, von Denktraditionen in unserem Untertitel des Symposiums. Das Jubiläum der Geburt Immanuel Kants vor 300 Jahren bietet nun wahrlich hinreichend Anlass, das Denken eines so einflussreichen Philosophen auch aus solchen unterschiedlichen Blickrichtungen, Fragerichtungen in den Blick zu nehmen, denn seine Philosophie könnte aktueller nicht sein. Sie umfasst zentrale Aspekte, die uns, unsere Gesellschaft, unsere Kultur herausfordern. Vermögen und Grenzen von Vernunft, Vermögen von menschlicher Erkenntnis, Fragen der Menschenwürde. Wir feiern das Grundgesetz. Diese Dinge spielen eine Rolle. Ideen zu Kosmopolitismus, Demokratie, Frieden, aber auch zur Rolle von Religion, Religionen und deren Verhältnis untereinander, wie zu philosophischem Denken, Themen der universellen Ethik. Aber man braucht natürlich nur die neuen Publikationen zu Kants Biografie und Werk anzuschauen, um zu sehen, dass Tiefe des Denkens weder vor banalen, tief verwurzelten Stereotypen und Vorurteilen schützt, noch erhebliche Schattenseiten ausschließt, mit denen wir uns gleich zu Beginn des Symposiums auch befassen werden. So eben Kants Wahrnehmungen von Juden in Anführungsstrichen und Judentum, aber man könnte auch andere Dinge Rassismus, misogyne Stereotypen ansprechen. Und wie mit dieser Spannung umzugehen sei, das ist eine Frage, die Generationen von jüdischen Rezipienten ebenso beschäftigt hat, Jahrzehnte und auch ein Jahrhundert lang und deswegen auch uns dazu herausfordert, Helles und Dunkles, Weiterführendes und zu Verwerfendes zu unterscheiden, auszuwählen zwischen dem, was uns aktuell und dem, was uns obsolet erscheint, so wie das bei all diesen Jubiläen der Fall ist. Perspektivwechsel können zu solchem Zweck nicht nur hilfreich sein, sie können, hoffe ich, auch Ungewohntes, Nichtgängiges, Überraschendes aufzeigen. Und das ist das Ziel dieses Symposiums, daran zu erinnern, wie schon zu Lebzeiten des Königsberger Philosophen eine durchaus ambivalente Tradition der Kant-Rezeption durch jüdische Zeitgenossen einsetzte, gefolgt von einer intensiven Wirkung seines Denkens auf jüdische Intellektuelle ganz unterschiedlicher Prägung, von der Aufklärung über das 19. und 20. Jahrhundert hinweg bis in die Gegenwart. Das spannende Phänomen, das wir heute Abend und morgen im Laufe des Tages diskutieren wollen, ist das eines sehr regen, oft sehr positiven Interesses an Kants revolutionärer Philosophie, an den Impulsen seines Denkens für eine Neuorientierung jüdischen Selbstverständnisses in der Moderne, verbunden mit einem wachen Empfinden für die antijüdischen Elemente seines Aufklärungsverständnisses und verbunden mit dem Willen, Gegenakzente zu setzen, das heißt mit Kant, auch oft gegen Kant zu denken. In Aneignung, also in Abgrenzung an der Aufklärung des Aufklärers zu arbeiten. Diesen Titel verdanken wir übrigens Antonia Steins, wie wir es eben versucht haben zu umschreiben. Die Komplexitäten, über die wir nachdenken wollen, betreffen die Spannung zwischen dem, was der Neukantianer Hermann Cohen in einem berühmten Essay
als die inneren Beziehungen der kantischen Philosophie zum Judentum bezeichnet hat und der Geschichte und Nachgeschichte von Kants Judentumsbild. Historiker wie Heinz Mosche-Graupe etwa sprachen 15 Jahre nach der Shoah von einer über anderthalb Jahrhunderte währenden, nunmehr zerbrochenen, Zitat, kantianisch-jüdischen Synthese, nicht ohne damals, Anfang der 60er, anzudeuten, dass vielleicht eine Zeit kommen könne, in der sich in neuen Konstellationen, Zitat, die Parallelität der Motive und Kräfte des Judentums mit den Motiven und Fragestellungen der kantischen Philosophie sich aufs Neue fruchtbar erweisen könne. Andere, spätere Historiker rechnen Kant selbst in die Ahnenreihe dessen, was zu diesem Zerbrechen geführt hat. Der Vortrag von Ihnen, Frau Professorin Esser, am heutigen Abend wird die Grundlage dafür legen, diese Spannungen und Komplexitäten diskutieren und deuten zu können. Und damit bin ich schon beim Dank angelangt, zunächst bei Ihnen, liebe Frau Esser, für Ihre Bereitschaft, diesen Keynote-Vortrag zu halten. Wir sind außerordentlich gespannt. Danken möchte ich auch meinem Frankfurter Kollegen, Dr. Achim Vesper, der die Referentin des Abends gleich vorstellen und die Diskussion moderieren wird. Er vertritt derzeit die Professur für Philosophie der Neuzeit am Frankfurter Institut für Philosophie. Und ich kann ihn eigentlich nicht besser vorstellen, als indem ich sein Buch hochhalte und empfehle, nämlich das gemeinsam mit Gabriele Gava verfasste Büchlein Kants Philosophie, das ich am Wochenende mit wirklich großem Gewinn gelesen habe. Also sehr empfohlen. Ganz herzlichen Dank an alle Referentinnen und Referenten des morgigen Tages. Ich freue mich, dass ihr hier seid, dass Sie hier sind. Und Dank noch an weitere Personen, zwei ganz besonders. Dir möchte ich ganz herzlich danken, Antonia Steins, die intensiv an der Konzeption und Vorbereitung dieses Symposiums mitgewirkt hat. Sie promoviert an der Buber-Professur mit einer Arbeit zum Thema »Eine ambivalente Tradition der Neuerung, Konzepte moderner Religiosität im Spiegel jüdischer und christlicher Positionen im langen 19. Jahrhundert in Deutschland«. Eine Perspektive, die ins Herz unserer Fragen in diesem Symposium führt. Und nicht zuletzt danke ich Dr. Thorsten Latke, dem Studienleiter für interreligiösen Dialog und gegen Antisemitismus beim Deutschen Koordinierungsrat der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit, für das gemeinsame Planen und Vorbereiten dieser Veranstaltung, für die gemeinsame erfolgreiche Einwerbung der Mittel, die man für so eine Veranstaltung auch braucht. Das ist nicht unsere erste Kooperation, sicher auch nicht die letzte. Uns allen Ihnen wünsche ich einen spannenden, interessanten Abend, gute Gespräche, Diskussionen morgen. Und ich kündige schon an, morgen heißt in den Räumen der evangelischen Studierendengemeinde. Wir werden vielleicht nochmal nachher drin hinweisen, wie man dorthin kommt. Vielen Dank und ich übergebe jetzt erstmal ganz kurz an Dr. Latke noch und dann kommen wir zum Eigentlichen. Ja, liebe Frau Professorin Esser, lieber Christian, sehr geehrter Herr Dr. Vesper, sehr geehrte Damen und Herren im Publikum, schön, dass Sie heute so zahlreich zu unserem Symposium erschienen sind. Es ist ja wirklich schön, in so viele Gesichter zu schauen bei diesem Keynote-Vortrag. Herr Wiese hat es schon erwähnt, mein Name ist Thorsten Latke und ich arbeite beim Deutschen Koordinierungsrat. Für diejenigen, die nicht wissen, was der als DKR abgekürzte Koordinierungsrat ist, zwei Sätze. Das ist der Dachverband der über 80 Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Deutschland, die sich seit 75 Jahren für ein neues Verhältnis zwischen Christinnen und Christen und Jüdinnen und Juden einsetzen, für eine freie, demokratische und plurale Gesellschaft sowie einen sehr, sehr großen Einsatz gegen Judenhass in all seinen Formen. Und dazu gehört selbstverständlich auch die theologische und philosophische Reflexion über Judentum, Christentum, auch über andere Religionen natürlich, sowie über den Dialog, über das interreligiöse Gespräch selbst. Und dazu gehört freilich auch das Nachdenken darüber, wie Philosophen und Philosophinnen über das Judentum und über Jüdinnen und Juden nachgedacht
und gesprochen haben und das bis heute tun. Und dass hier kein Weg an Kant vorbeiführt, der Ende des 18. Jahrhunderts eine Revolution des Denkens auslöste, wie es im Untertitel des Buches von Markus Villaschek heißt, liegt dabei ebenso auf der Hand. Und als Christian Wiese und ich im letzten Jahr zusammensaßen und Projekte überlegt haben für 2024, war uns beiden klar, dass wir anlässlich dieses besonderen Jahres auch eine umfangreiche Veranstaltung zu Kant-Lektüren jüdischer Intellektueller organisieren wollen. Und deshalb freue ich mich sehr, dass dies gelungen ist und wir mit großer Unterstützung von Antonia Steins, danke nochmal, die morgen auch selbst referieren wird, heute das Symposium über die Aufklärung des Aufklärers mit dem Vortrag von Frau Esser eröffnen können. Ihr Titel lautet Ambivalentes Erbe, Kants Äußerungen über, in Anführungszeichen, die Juden und das Judentum. Herr Vesper wird Ihnen die Referentin gleich noch näher vorstellen. Und für den Koordinierungsrat möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Frau Esser und allen Referentinnen und Referenten sowie allen Moderatorinnen und Moderatoren, die zu diesem Symposium beitragen, bei dir, lieber Christian, und bei den mitveranstaltenden Institutionen, dem Buber-Rosenzweig-Institut, dem Forschungsverbund Dynamiken des Religiösen und der Buber-Professur. Und nun wünsche ich uns allen einen erkenntnisreichen Abend und übergebe das Wort an Sie, Herr Vesper. Danke. So, ich freue mich, Ihnen Andrea Esser vorstellen zu dürfen und Sie durch den weiteren Abend führen zu können. Und ich gehe nur kurz auf die wichtigsten Stationen Ihrer akademischen Karriere ein. Sie wurde 1994 in München promoviert mit einer Arbeit zu Kants Ästhetik. Daran schließt sich dann die Habilitation an mit einem Buch zur Tugendlehre, Ethik für Endliche. Auf die Habilitation folgt dann eine Kaskade an Professuren, und die sie als Professorin für Kunsttheorie an der Hochschule Pforzheim, dann nach Aachen, schließlich für eine längere Zeit nach Marburg und ab 2015 dann nach Jena führt, wo sie den Lehrstuhl für praktische Philosophie innehat. Wichtig für die Marburger Zeit ist vielleicht, dass zu der Kant-Beschäftigung ein weiteres wichtiges Thema hinzukommt, unter anderem veranlasst durch von der Volkswagen-Stiftung finanzierte Projekte, und zwar die Philosophie des Todes, insbesondere ethische Aspekte, die mit der Philosophie des Todes in Verbindung stehen, etwa mit Blick auf Organspenden. In Jena kommt dann ein weiteres Projekt hinzu, das auch bereits zu größerer öffentlicher Sichtbarkeit geführt hat, nämlich die Einwerbung eines großen Drittmittelprojekts des Koselleck-Projektes zu Rassismus, Sexismus und Antisemitismus in der klassischen deutschen Philosophie. Und ich nehme an, den Arbeiten innerhalb dieses Projektes ist auch der heutige Vortrag bereits darauf bezogen. Und das Projekt ist 2015 gestartet, wenn ich das richtig nicht, oh gut, dann habe ich das falsch entnommen. Aber es gibt auch noch weitere Verdienste, die ich nur ganz kurz ansprechen möchte. Sie ist Herausgeberin der Deutschen Zeitschrift für Philosophie und sie ist verantwortlich für die Neuedition der Kritik der Urteilskraft innerhalb der Akademie-Ausgabe. Kritik der Urteilskraft, dann mit C, richtig? Das heißt, es ist nicht mehr die KDU, sondern die CDU.
Aber davon abgesehen ist es eine Arbeit, die unser aller Lob natürlich im überaus großen Maße verdient. Es ist uns eine große Freude, dass wir Sie heute hier haben und dass Sie zu einem Thema spricht, das nicht immer die angemessene Aufmerksamkeit der Kant-Forschung gefunden hat, nämlich Kants Beziehung zum Judentum. Der Titel wurde bereits genannt, ich wiederhole ihn nur kurz, um dann das Wort an Frau Esser zu übergeben. Ambivalentes Erbe, Kants Äußerungen über, in Anführungszeichen, die Juden und das Judentum. Wir sind gespannt auf den Vortrag. Lautstärke müsste klappen, oder? Ja. Ich kann sogar auch über das Pult schauen. Das ist immer nicht ganz selbstverständlich. Ja. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einladung hierher heute Abend. Haben Sie auch vielen Dank für die freundliche Vorstellung und Herr Wiese und für die wirklich umsichtige Organisation im Vorfeld, Herr Latki. Und Achim Vesper, vielen Dank. Jetzt haben Sie die Latte so hoch gehängt, das kann eigentlich nur irgendwie schief gehen. Ja, ich habe, wie mir, als Sie es nochmal nannten, mal ein Stipendium von der christlich-jüdischen Gesellschaft gehabt. Das hat mich in der sehr schwierigen Zeit zwischen Magister und Promotion damals wirklich gerettet. Ja. Das ist mir jetzt nur gerade noch eingefallen. Ja, es scheint mir also gerade in diesem viel gefeierten Kant-Jubeljahr wichtig, dass auch die bei diesen allgemeinen Feierlichkeiten nicht immer berücksichtigten ambivalenten und auch manchmal gar nicht so ambivalenten, sondern problematischen Dimensionen in den kantischen Schriften thematisiert und diskutiert werden. In Ihrer Ankündigung zu der morgigen Tagung weisen Sie schon darauf hin, dass der Befund solcher Ambivalenzen nun wahrlich nicht neu ist. Bereits in der zeitgenössischen Rezeption der kantischen Philosophie sahen sich insbesondere jüdische Philosophen und Intellektuelle mit diesen Ambivalenzen konfrontiert. Und für sie stellte sich, wenn auch in ganz anderer Weise als für uns und in ganz anderer Dringlichkeit als uns heute, jedenfalls die Frage, wie sie mit diesem aufklärerischen, kritischen und emanzipatorischen Potenzial der kantischen Philosophie einerseits, ja, und den ebenfalls darin enthaltenen antijüdischen und judenfeindlichen Gedanken andererseits umgehen sollten. Gerade wegen der Ereignisse des 20. Jahrhunderts, der Shoah und dem heute wieder erstarkenden Antisemitismus, ist das eine Frage, die sich fortan und bis in die Gegenwart für alle stellt, die sich heute mit den kantischen Texten beschäftigen, die mit ihnen zu tun haben, die sie lesen, die sie lehren, die sie diskutieren und die über sie forschen. Ja, ich möchte jetzt gar keinen langen Anlauf machen, sondern Ihnen zuerst auch einen Eindruck vermitteln, um welche Gedanken und welche Stellen bei Kant es geht. Aber vorher möchte ich noch zwei Bemerkungen dazu machen, warum diese Auseinandersetzung meines Erachtens wichtig ist. Das ist vielleicht den hier Anwesenden, die hierher gefunden haben und die morgen eine Tagung abhalten werden, klar. Aber es ist keineswegs allen klar, die sich mit Kant beschäftigen. Bei vielem übrigens, was ich hier sagen werde, schöpfe ich aus der Arbeit meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
aus dem bei der Vorstellung schon erwähnten DFG-Projekt an der Uni in Jena. Und die Mitarbeiterinnen will ich auch ganz kurz namentlich nennen. Das sind Hannah Piesmann, die heute netterweise hier ist. Auch Sebastian Bandelin, Max Huschke und Joel Ben-Joshua. Ja, warum ich und wir, kann ich sagen, die Auseinandersetzung auch mit Kants antijüdischen und judenfeindlichen Auslassungen für wichtig halten. Man könnte ja sagen, ja, es ist lange her, dass sie geschrieben wurden. Seitdem hat sich viel geändert, zum Besseren, wie manche meinen oder zumindest hoffen. Und es gibt vielleicht auch im Moment gerade dringlichere Probleme als die Schriften Kants. Also, was geht es uns an? Ja, warum sollten wir uns damit beschäftigen? Ich werde das im Laufe des Vortrags nochmal auch immer wieder überlegen und darauf zurückkommen. Aber fürs Erste scheinen mir zwei Gedanken wichtig. Der eine ist, mit jeder Lektüre, mit jedem Zitat, auch hier, dieser betreffenden Stellen werden die darin enthaltenen Klischees, die Stereotypen und die Pseudo-Argumentationen aktualisiert und sie werden im gegenwärtigen Diskurs gehalten. Sie bleiben also darin verfügbar, an sie kann man sich zur vorgeblichen Legitimation heutiger Formen des Antisemitismus anschließen, was man sich aber auch daran klar machen kann, ist an solchen Phänomenen, ja, wie sich Traditionsbildung vollzieht, hier im Medium der Schrift und der an sie anschließenden Kommunikation, aber auch, dass es eben nicht nur die viel gepriesenen aufklärerischen und emanzipatorischen Ideen sind, die Traditionen gebildet haben und weiterbilden, sondern dass das eben auch zutrifft für die antijudaistische, für die judenfeindlichen und für die antisemitischen Vorurteile, Haltungen und Ideologien. Auch sie bilden Traditionen. Und so gesehen muss man sich klar machen, dass es sich hier um ein überindividuelles und über weite Zeiträume präsentes Problem handelt. Damit verbunden ist der zweite Gedanke, den man auch in Adornos kleiner Schrift, was bedeutet Aufarbeitung der Vergangenheit, nachlesen kann. Adorno betont, in diesem Fall bezogen auf die nationalsozialistische Vergangenheit, dass die Vergangenheit, ich zitiere ihn, noch höchst lebendig sei und auch, dass dieses Nachleben der diskriminierenden, ausschließenden und damit auch antidemokratischen Tendenzen in der Gegenwart potenziell bedrohlich sei und bleibe. Bedrohlich ist diese Art des Nachlebens nun im heute hier verhandelten Fall von Antijudaismus und Antisemitismus deshalb, weil es die von Adorno sogenannte nicht öffentliche Meinung nährt, also eine Stimmung nährt, die zwar durch öffentliche Tabus, mehr oder weniger würde ich heute sagen, in Schach gehalten, die aber dadurch eben nicht aufgeklärt wird. Und unter Aufklärung würde Adorno verstehen, die konkreten Mechanismen und das Funktionieren von Antijudaismus, Judenhass, Antisemitismus in Vergangenheit und Gegenwart selbstkritisch, er spricht von Selbstbesinnung, zu erforschen und sich bewusst zu machen. Wir dürfen uns also nicht durch die historische Distanz zu der Meinung verleiten lassen, dass die Ressentiments, die Topoi, die Motive, die sich in Kants Schriften finden und die damit zusammenhängenden gesellschaftlichen und politischen Machtstrukturen schon überwunden seien oder in ihren Bann gebrochen seien und uns das daher nichts angeht. Auch Kants Schriften sind, also sofern sie Teil dieser ambivalenten Traditionsbildung sind, der kritischen Aufmerksamkeit wert und sie können, wie man das bei diversen Kant-Feierlichkeiten bemerken kann, durchaus auch eine politische Kraft entfalten. Und sei es auch nur durch die Verleugnung der Ambivalenzen und ihrer politischen Wirkungen. Im Umgang mit philosophischen Texten erfordert dieser Befund meines Erachtens nicht nur, dass man einzelne Passagen isoliert beurteilt, sondern sie in einem argumentativen Zusammenhang der Schrift und des Werkes auswertet, dass man sie nicht vorrangig als Produkt eines Individuums begreift, sondern durch die Kontextualisierung
in den zeitgenössischen Diskussionszusammenhang, auch in die zeitgenössischen Kontroversen, gerade ja, in ihrer überindividuellen, in der Regel auch eben politischen Dimension erfasst. Das ist deshalb wichtig, um nicht die weitere Auseinandersetzung mit diesen Stellen durch die Individualisierung oder Historisierung des Themas zu blockieren. Als Antwort auf die Frage, was geht es uns an, also auch als konkrete Orientierung für eine selbstkritische Auseinandersetzung mit in diesem Fall Kants Texten, finde ich Adornos Überlegungen wichtig und hilfreich. Ich werde jetzt heute Abend hier freilich nur einen ganz kleinen Beitrag zu diesem gesamtgesellschaftlichen und ausgesprochen langwierigen Aufklärungsprozess leisten können. Aber bevor ich jetzt mit Adorno weitermache, werde ich jetzt gleich übergehen zum zweiten Punkt und werde versuchen, ja, Ihnen einen Eindruck zu geben, wie die Äußerungen in Kants Briefen und auch in seinem Werk, ja, welche Problematiken sie bergen und auch mit was sie uns eigentlich, mit welchen Herausforderungen sie uns als Interpretinnen und Interpreten und Kant-Leserinnen und Leser konfrontieren. Ich habe jetzt hier, irgendwie habe ich dann am Schluss doch gedacht, ich habe vielleicht ein bisschen zu wenig in den Vortrag reingepackt, ich muss da jetzt noch weiter, das ist immer so eine Problematik am Schluss, ja, und man denkt, ach, das muss ich jetzt auch noch sagen, und am Schluss ist es dann zu viel reingepackt, deshalb dachte ich mir, also ich hätte gerne von dem Moderator einen Wink, 10 Minuten bevor ich enden soll, das wäre um 20:30, wenn ich das richtig sehe, damit wir dann noch ein bisschen Zeit zum Diskutieren haben. Und ich habe so optional mir dann gedacht, dann lasse ich vielleicht auch einfach ein paar Teile oder Stellen weg, und damit wir einfach noch Zeit für ein Gespräch haben. Ja. Also einfach ein bisschen wedeln. Ja. Gut, super. Ja, Kant äußert sich, das ist vielleicht auch eine Schwierigkeit an dem Thema, nicht irgendwie in einer zusammenhängenden Schrift oder einer Untersuchung über die Juden oder das Judentum, sondern in mal knappen, mal ausführlichen und durchaus sehr Bemerkungen und sehr verschiedenen Schriften verstreut. Und das sei auch vorweg gesagt, es ist meines Erachtens, aber vielleicht können Sie mich darüber dann auch belehren, nicht ganz einfach daraus eine kohärente Position zu rekonstruieren. Und vielleicht gibt es auch eine solche kohärente Position gar nicht, sondern uneinheitliche, ambivalente Äußerungen, die wir dann eben auch als solche vielleicht nicht zu einer bündigen Stellungnahme verkürzen und unter ja, diesem Ausdruck Kant war ein XY, in diesem Fall ein Antisemit, subsumieren sollten. Natürlich ist das interessant und ohne, nicht ganz ohne Bedeutung zu wissen, wie sich Kant auch als Person geäußert hat. Aber das ist eben nur ein und ehrlich gesagt aus meiner Sicht der allerunwichtigste Aspekt an dem ganzen Problemzusammenhang. Persönlich stand Kant, das ist vielfach auch gesagt worden, vor allem dieser Aspekt ist vielfach betont worden, in der Tat mit einigen jüdischen Intellektuellen seiner Zeit in einem engen fachlichen Austausch und unterhielt auch zu ihnen bisweilen verbindliche, sehr persönliche, freundschaftliche Beziehungen. So etwa zu seinem Schüler und Freund Markus Herz. Auch gegenüber Moses Mendelssohn, dem Berliner Sokrates, drückte Kant persönlich in Briefen und in Schriften explizit seine fachliche und menschliche Hochachtung aus. Ben David lobte Kant als einen sehr guten Kopf dieser Nation, auch wenn er bezüglich seiner Position einem Missverständnis aufsaß, aber das soll an der Hochachtung nichts ändern. Gleichwohl äußert er sich eben in den Schriften, vor allem aber häufig in Briefen und insbesondere in Reflexionen, Vorarbeiten und Vorlesungsnachschriften explizit abwertend über die jüdische Religion und über vorgebliche Charaktereigenschaften der Juden. Und er reproduziert dabei die auch schon damals gängigen Vorurteile wie des Wuchergeistes, der vorgeblichen Feigheit, Betrügerei und so weiter. Dieser Befund zeigt eine
ja, durchaus uneinheitlich ambivalente Haltung der Person Kants. Sollte das Verwunderung auslösen, was es manchmal tut, kann man sich freilich auch selbst fragen, was man eigentlich erwartet hat. Also lag der Verwunderung die Vorstellung zugrunde, dass Kant ganz anders als andere Menschen eine in sich völlig kohärente, konsistente Persönlichkeit war, die in alle Dimensionen von moralischer Untadelhaftigkeit sich entwickelt hat. Und man kann sich natürlich auch fragen, ob hier nicht auch die immer noch praktizierte Geschichtsschreibung der sogenannten großen Individuen und ja, die auch in Gesellschaft und Philosophie mitunter immer noch gepflegte Genieverehrung solchen idealisierenden Vorstellungen weiterhin Vorschub leistet. Was nun aber die Schriften angeht, und das ist das Medium, mit dem wir eben über lange Zeiträume immer wieder und weiterhin konfrontiert sein werden. Was also die Schriften angeht, so finden sich zum Judentum und zu den Juden als einer Gruppe oder eben Nation, wie es an einigen Stellen heißt, längere Passagen in späteren Werken, interessanterweise alles in späteren Werken, in der Kritik der Urteilskraft von 1790, der Religion innerhalb der bloßen Vernunft von 1793, in der Anthropologie in pragmatischer Hinsicht und im Streit der Fakultäten. Und diesen Stellen möchte ich mich mehr oder weniger lange zuwenden, und zwar genau in der Reihenfolge. Und wobei es mir darum geht, ist jetzt jedenfalls nicht durchweg um eine minutiöse Rekonstruktion der kantischen Position, aber ein bisschen reinschauen würde ich doch gerne, weil das eben die auch uns in der Diskussion verbindende Grundlage ist. Ich würde sagen, mir geht es eigentlich mehr darum, an diesen Textstellen auch deutlich zu machen, ja, wie genau die Ambivalenzen aussehen und aber auch den Diskussionskontext und ein paar Zusammenhänge mit heutigen Ressentiments und Ideologiebildungen aufzuzeigen. Das nämlich könnte für unsere aktuelle Auseinandersetzung mit dem Thema auch wichtig sein, also über die historische Distanz hinaus zu erkennen, ja, wie Übergänge gemacht werden, wie eine Ressentimentbildung, wie eine Abwertung, wie Antisemitismus auch funktionieren kann. Ja, und wir das vielleicht dann auch für eine kritische Erkenntnis oder wahlweise Selbsterkenntnis dann auch nutzen können. Ich spreche, wie Sie bemerkt haben, und hier sind viele kompetente Personen im Raum, im Zusammenhang des 18. Jahrhunderts nicht von Antisemitismus. Das hat jetzt seinen Grund darin, dass ein Teil der kantischen Äußerungen zum Judentum im religionsphilosophischen Zusammenhang stehen und es mir dabei darum geht, den darin enthaltenen Judaismus, also die Herabwürdigung des Judentums als Religion, explizit zu machen. Im Zusammenhang der Anthropologie werden wir in jedem Fall noch kurz darauf kommen. Da finden sich abwertende Äußerungen, die sich auf die Juden als Personen und Gemeinschaft von Personen beziehen. Da spreche ich von judenfeindlichen Äußerungen. Die Rede von Antisemitismus beschränke ich jetzt auf die Zeit nach 1879. Das ist aus meinem Kenntnisstand heraus eben die Zeit, in der dieser Begriff etabliert worden ist. Und etabliert worden ist, auch das mein momentaner Wissensstand, um sich von der mittelalterlichen unaufgeklärten Judenfeindschaft abzusetzen und mit diesem neuen Ausdruck den gleichwohl lebendigen Judenhass dann den Anstrich eines modernen wissenschaftlichen Terminus zu geben. Nun aber kurz zu einer Stelle, auf die man in der Kritik der Urteilskraft treffen kann. Das ist eine Stelle, an der Kant das Judentum im Zusammenhang der Erhabenheit erwähnt. Auf der Seite 274 dieses Werkes lesen Sie, vielleicht gibt es keine erhabenere Stelle im Gesetzbuche der Juden als das Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen, noch irgendein Gleichnis, weder dessen, was im Himmel noch auf der Erden, noch unter der Erden ist und so weiter. Dieses Gebot allein kann den Enthusiasmus erklären, den das jüdische Volk in seiner gesitteten Epoche für seine Religion fühlte, wenn es sich mit anderen Völkern verglich. Kant
zitiert hier frei aus dem zweiten Buch Mose und er lobt das Bilderverbot als eine erhabene Institution, mit der ein Enthusiasmus, das ist ein ästhetisch-moralisches Gefühl, verbunden war. Jedenfalls, und das ist eine Spezifizierung und Einschränkung, die man leicht überliest, in der gesitteten Epoche des Judentums. Diese Spezifizierung ist deshalb wichtig, weil sie eine Epochenunterscheidung einführt. Eine Epochenunterscheidung, die auch für weitere Ausführungen Kants von Bedeutung sind. Das ursprüngliche mosaische Judentum stellt aus seiner Sicht und nicht nur aus seiner, er übernimmt meines Erachtens eine Epochenunterscheidung auch von Moses Mendelssohn, aber modifiziert sie auf seine Weise, stellt also das, die erste Epoche dar, das Judentum, wie Kant sagt, in seiner Reinigkeit, so formuliert er das in der späteren Religionsschrift, während die zweite, und das ist nach Kants Ansicht die sogenannte gesittete Epoche, diejenige ist, in der das ursprüngliche Judentum bereits andere, nämlich griechische Einflüsse in sich aufgenommen hat. Diese Einflüsse stammen auch aus der griechischen Weisheit, so die kantischen Überlegungen und den damit verbundenen Tugendbegriffen. Und diese griechischen Elemente sind es, so Kant dann in der Religionsschrift, die dieses Volk aufgeklärt haben. Und er charakterisiert an anderer Weise auch diesen Zusammenhang als quasi ein Abfallen vom ursprünglichen, originären Judentum und nicht, wie man das vielleicht auch verstehen könnte, als eine produktive Weiterentwicklung, zu der aus sich also das Judentum selbst auch aufgemacht hat. Mit dieser Erklärung bin ich jetzt schon eingestiegen in Kants Darstellung des Judentums und in die durchaus, wie ich finde, verwickelten Überlegungen, die damit verbunden sind. Kant expliziert den Gedanken einer Epochenunterscheidung, der in der Kritik der Urteilskraft nur so en passant angesprochen wird, dann aber in der späteren Religionsschrift und dann genauer. Und in diesem Zusammenhang wird dann auch die noch in der Kritik der Urteilskraft angesprochene Anerkennung relativiert. Kant meint nämlich, dass das Bilderverbot dann doch, ich zitiere, nicht zu hoch anzuschlagen sei. Es gäbe es auch bei anderen Völkern, insofern sei es gar keine Besonderheit des Judentums. Die Rede von der gesitteten Epoche, des von moralischen Lehren anderer Kulturen bereits durchdrungenen Judentums, ist aber jetzt für das Folgende auch wichtig. Und das wäre einer der Übergänge, auf die man Acht haben muss, wenn man sich auch fragt, wie funktioniert jetzt so eine scheinbar unschuldige Epochenunterscheidung, was kann man daraus machen, wie kann man daraus anschließen. Also diese Epochenunterscheidung ist insofern wichtig, weil nämlich Kant meint, dass genau in dieser Epoche, also in der vorgeblich gesitteten Epoche, die durch andere Kulturen zu dem geworden ist, was sie ist, dass da das Christentum aus dem Judentum hervorgeht. Das Christentum schließt, so die kantische Rekonstruktion, gerade an diese nicht originären Elemente des Judentums an, also an die griechischen moralischen Lehren der Tugendbegriffe. Und damit hat das Christentum letztlich mit dem ursprünglichen Judentum nicht viel oder man könnte eigentlich sagen gar nichts gemein in dieser Narration. Es ist vielmehr, noch einmal Kants Religionsschrift, eine gänzliche Revolution in Glaubenslehren, die da stattgefunden hat. Und diese scharfe Abgrenzung erlaubt es natürlich, das Judentum dann in fundamentaler Weise zu kritisieren, ohne dass von dieser Kritik dann auch das daraus hervorgegangene Judentum getroffen würde. Es ist also eine andere Geschichte, die hier erzählt wird, als die damals und mitunter auch heute noch verbreitete Sicht, gegen die sich übrigens auch Moses Mendelssohn sehr stark verwehrt hat, dass das Judentum ein bloßes Vorstadium des Christentums sei. Diese Abgrenzung eröffnet aber im Rahmen der kantischen Überlegungen nur dem Christentum eine Eigenständigkeit als Religion und nicht dem Judentum. Der Leitbegriff, der dann von Kant
verfolgten und geäußerten fundamentalen Kritik, die er dann auch vollzieht, ist der statuarische Charakter der Gesetzgebung der jüdischen Religion. Und dieser statuarische Charakter diskreditiert aus kantischer Sicht nämlich das Judentum als Religion. Die Zusammenhänge werden nicht von allen Interpretinnen jetzt in der gleichen Weise ausgelegt. Ich will aber versuchen, eine Lesart vorzulegen oder zu geben, auf deren Grundlage man vielleicht auch Zusammenhänge herstellen könnte. Und zwar auf der Grundlage einer Stelle aus der Religionsschrift. Die ist ein bisschen lang, aber ich lese sie langsam vor. Und sie gilt auch eben der Möglichkeit, nochmal zu überprüfen, was ich jetzt aus dieser Stelle mache. Da lesen Sie, der jüdische Glaube ist seiner ursprünglichen Einrichtung nach ein Inbegriff bloß statuarischer Gesetze, auf welche eine Staatsverfassung gegründet war. Denn welche moralische Zusätze entweder damals schon oder auch in der Folge ihm angehängt worden sind, die sind schlechterdings nicht zum Judentum als solchen gehörig. Das Letztere ist eigentlich gar keine Religion, also gemeint ist das Judentum, sondern bloß Vereinigung einer Menge Menschen, die, da sie zu einem besonderen Stamm gehörten, sich zu einem gemeinen Wesen unter bloß politischen Gesetzen mithin nicht zu einer Kirche formten. Vielmehr sollte es ein bloß weltlicher Staat sein, sodass, wenn dieser etwa durch widrige Zufälle zerrissen worden, ihm noch immer der wesentlich ihm zugehörige politische Glaube übrig bliebe. Statuarische Gesetze sind Satzungen, die, so jedenfalls die kantische Sicht, von der Willkür eines Oberen, eines weltlichen und eines göttlichen Regenten erlassen werden, wie Kant das an einer anderen Stelle betont. Die Art, wie sie gebieten, das ist eine zentrale Fragestellung in der kantischen Philosophie, auf welche Weise Gesetze gebieten. Die Art und Weise, wie sie gebieten, und auch inhaltlich sind es Rechtsgesetze, das heißt Gesetze, die das äußere Handeln der Menschen betreffen, die also Handlungen, durchaus auch zeremonielle Handlungen, festlegen und regulieren. Sie haben aber nicht die Gesinnung zum Gegenstand, so die kantische Interpretation. Und um es kurz zu machen, das Judentum ist gemessen an Kants ethisch begründeten Religionsbegriff, der hier eigentlich den Maßstab bildet im Hintergrund, nur in Anführungsstrichen eine politische Gemeinschaft. Um die Gesetzgebung dieser Gemeinschaft betrifft damit, so schließt Kant weiter, weder die moralische Haltung ihrer Mitglieder, noch leitet sie zu moralischen Haltungen und Handlungen, noch verbessert sie diese. Nun, Hermann Cohen hat in einer kleinen Schrift auch die Frage gestellt, naja, was ist jetzt an dieser Darstellung des Judentums problematisch? Ja. Diese Frage ist eine Frage, die durchaus auch manche Kant-Interpretinnen und Interpreten sich so beantworten, dass sie sagen, naja gut, es ist eine logische Folge aus seinem eigenen moralphilosophisch gegründeten Religionsbegriff und kritisiert auch nicht nur das Judentum, sondern er kritisiert auch das Christentum, durchaus mit unterschiedlicher Schärfe, muss man gleich sagen. Ne? Und auch, das ist auch eine Position, die öfter vertreten wird, durchaus auch zu Recht, dass Kant unter dieser Perspektive eben erstmal eine gesamte Religionskritik durchführt. Beides ist irgendwie ja auch richtig, aber trotzdem nicht unproblematisch. Und das, glaube ich, ist auch eine wichtige Einsicht, dass Aussagen von dem, er sagt, ja irgendwie, ja natürlich ist es eine logische Konsequenz aus seinen vorherigen Definitionen und ja, er kritisiert auch alles, aber deshalb ist das Ganze noch keineswegs frei von problematischen Anschlüssen, die man da machen kann und auch möglicherweise nicht frei von einem problematischen Subtext. Nun, zum einen befestigt Kant hier bereits eine hierarchische Abgrenzung und zwar eine, ja man kann sagen, mit dem Rekurs auf eine Diskussionslinie, die bei Reimarus und Semler begonnen hat, und die auch dadurch nicht überwunden wird, dass dann Christentum und Judentum gleichsam als nur in den Riten verschiedene, unwesentliche Schalen, so drückt er es aus,
einer sie beide umfassenden moralischen Vernunftreligionen herabgesetzt werden. Also das ist im Grunde erstmal der Gedanke. Beide Religionen, letztlich alle, aber es werden nicht alle thematisiert, sollen sich zu einer Vernunftreligion transformieren und man könne da durchaus noch Zugeständnisse machen, so die kantische Überlegung, indem man eben dann sagt, es gibt verschiedene Formen des Glaubens und verschiedene, man nennt das glaube ich Vehikel, die man dem empirischen Bedürfnis der Personen als, der Menschen als, als ja, Bedürftige sozusagen, der Symbole Bedürftige zugestehen kann. Aber letztlich muss es und soll es diese Transformation geben, nicht zuletzt auch, damit der erbitterte Religionsstreit aufhört. Nun, die Quellen, aus denen Kant schöpft, ich habe sie schon genannt, das sind nicht alle, aber eine sehr prominente, Reimarus und Semler, das sind Quellen, die das Judentum darstellen, aus der Perspektive der protestantischen Theologie. Also es sind mitnichten Selbstdarstellungen, sondern es sind Fremdbeschreibungen aus einer christlichen Perspektive. Und die kritische Reflexion, kann man sagen, auf die darin gemachten Voraussetzungen und Vorurteile, die hat Kant in diesem Fall nicht vollzogen. Wobei das eben genau das ist, was eigentlich den Kritikbegriff ausmacht, nicht etwas zu kritisieren, sondern auf die eigenen oder eben die der Quellen, impliziten Voraussetzungen zu reflektieren, sie explizit zu machen und damit überhaupt einer Kritik zugänglich zu machen. Es ist also diese nicht gestellte Frage, ob der Gegenstand seiner Kritik nicht vielleicht bereits aus der Perspektive der Abgrenzung hervorgegangen ist, also letztlich eine, ja, eine Projektion, eine Konstruktion ist, die dann alle anschließenden Schlussfolgerungen natürlich fragwürdig machen lassen. Ja, es ist diese sicher auch kritische Auseinandersetzung mit vorgeblich neutralen Beschreibungen, die aber bereits zugerichtete Präsentationen sind, die die praktische Philosophie Kants an manchen Stellen vermissen lässt, aber die auch uns heute noch fehlleiten kann. Kant übernimmt also mit dieser Darstellung des Judentums auch die Dualismen, die Johann Salomo Semler in seiner Darstellung propagiert, eben den Gegensatz zwischen der universalistischen, und hier ist gemeint das Christentum, und der partikularen Religion, gemeint ist das Judentum, um die Relation beider Religionen zu bestimmen. Und Kant setzt sich auch nicht weiter wieder mit dem Talmud oder mit den ethischen Gleichnissen auseinander oder auch mit den lebendigen Interpretationen, und noch weniger nimmt er in seine Charakterisierung des Judentums die Ausführungen von Moses Mendelssohns Jerusalem, den er nachweislich gelesen hat, auf. Und auch damit hätte er sich durchaus auseinandersetzen können, aber er charakterisiert eben eine bestimmte Epoche, könnte man sagen, des Judentums und zieht daraus dann eben auch seine weiteren Schlüsse. Ja, zum anderen muss man sagen, öffnet diese Bestimmung des Judentums als einer bloß politischen Gemeinschaft, aber auch ein Einfallstor für die bereits damals immer wieder aufgerufene Unterstellung, das Judentum kenne keine Moral, kein Gewissen, keine Verbindlichkeit außer der Vertraglichung und kenne nur Handlungsgebote. Diese Gefahr dürfte Kant klar gewesen sein. Das Vorurteil der an keine moralischen Grundsätze gebundenen Juden, wie sie dann als Betrüger abstempeln lässt, hat nicht nur Institutionen hervorgebracht, sondern ist gerade in der zeitgenössischen Diskussion, in der es um die rechtliche Gleichstellung der Juden geht, ein wichtiger, weil diese Gleichstellung durchaus gefährdender Faktor. Der Hintergrund ist vielleicht folgender: Seit Mitte des 18. Jahrhunderts setzt die Diskussion in England, Frankreich, dann auch in Deutschland darüber ein, dass der Bürgerstatus nicht von der Religionszugehörigkeit abhängig ist, sondern auf der Gattungszugehörigkeit beruht. Entsprechend wandelt sich die traditionell etablierte religiöse Legitimation unterschiedlicher Rechtsstellungen in einen Gegenstand aufklärerischer Gesellschaftskritik, und die Forderung, Juden könnten entsprechend
Bürger wie die Christen sein, weil sie wie diese Menschen sind, wird damit zu einer Grundlage, auf die sich die Diskussion beziehen kann. Christian Konrad Wilhelm von Dohm beispielsweise hat in seiner europaweit bekannten Schrift über die bürgerliche Verbesserung der Juden von 1781 betont, der Jude ist noch mehr Mensch als Jude und die rhetorische Frage gestellt, wie wäre es möglich, dass er einen Staat nicht lieben sollte, indem er ein freies Eigentum erwerben und desselben frei genießen könne, wo seine Abgaben nicht größer sind als die anderer Bürger, wo auch von ihm Ehre und Achtung erworben werden könnte. Soweit Dohm. Wenn es also man kann sagen, wenn in diese Diskussion weiterhin eine Perspektive eingebracht wird, dass diese potenziellen Bürger nachweislich aufgrund der ihnen zugestandenen Religionsausübung weder eine Moral haben noch eine ausbilden können, dann muss ihre Anerkennung als Bürger auch und gerade unter gewährter Religionsfreiheit doch auch eine Skepsis aufwerfen. Das sagt Kant natürlich nirgendwo. Aber es ist ein der Emanzipation nicht förderlicher Gedanke, auf den man auf der Grundlage seiner Ausführungen durchaus kommen kann. Nun, Kants Darstellung des Judentums in seiner ursprünglichen Form und die Betonung, sie habe nur statuarische Gesetze, also das Judentum habe nur statuarische Gesetze, hat noch weitere mögliche Folgen. Gemessen an dem Religionsbegriff, den Kant in der Kritik der Urteilskraft und in der Religionsschrift entwickelt, sinkt das Judentum damit ab zu einer, wenn überhaupt, dann höchst defizienten Religion. Religion nämlich, so Kant sinngemäß, ist die Moral in Beziehung auf Gott als Gesetzgeber. Sie verlangt damit auch, dass alle Pflichten als göttliche Gebote anzusehen sind und diese Pflichten sind ethische Pflichten, keine Rechtspflichten. Dazu muss man wissen, dass die ethischen Pflichten das Resultat eben einer vernünftigen Selbstgesetzgebung sind, der Gesetzgebung des kategorischen Imperativs und dass sie zu ihrer angemessenen Erfüllung eben aus Pflicht und das bedeutet um ihrer selbst willen und nicht aufgrund eines äußeren Zwangs erfüllt werden müssen. Dieser moralphilosophische Religionsbegriff drückt Kants Religionsverständnis aus und bildet den Maßstab zur Beurteilung, in diesem Fall des Judentums, aber auch aller anderen Religionen, jedenfalls so der Anspruch. Ja, und mit der Charakterisierung des Judentums als eine Ansammlung bloß statuarischer Gesetze verfehlt diesen Anspruch letztlich grundsätzlich und deshalb ist nach Kants Ansicht auch die Transformation des Judentums in eine moralische Vernunftreligion, sagen wir, weniger wahrscheinlich als für das Christentum, das ja diese Momente seiner Ansicht nach schon in sich trägt. Auch das sagt Kant nicht, aber es liegt meines Erachtens in der Konsequenz seines Gedankens, nämlich, dass wegen des statuarischen Charakters der jüdischen Gesetze auch ein Volk von Teufeln gute Juden sein könnte. Ambivalent ist also auch die uneinheitliche Bezeichnung des Judentums einmal als bloß politische Gemeinschaft, ein andermal dann doch als Religion oder als einen Glauben. Ich habe zumindest bis jetzt keinen deutlichen Ausschlag zugunsten einer Seite finden können, was nichts heißt, weil ich noch nicht tief eingearbeitet bin. Aber man könnte natürlich sagen, freilich wäre es eine Möglichkeit, dass sich Kants gesamte Skepsis nur gegen die vorgebliche ursprüngliche Einrichtung, also das alte mosaische Judentum, richtet. Kant scheint es zumindest an anderen Stellen für möglich zu halten, dass auch die statuarischen Gesetze, die sogenannten Vehikel, dann religiös gedeutet werden können und es so sich zu einem Glauben in einem Sinne der moralischen Vernunft Religion aufklären könnte. Das wäre allerdings nur der Fall, wenn, wie eine Stelle im Streit der Fakultäten nahelegt, auch eine dritte Epoche des Judentums angenommen werden kann, die Epoche des modernen Judentums. Sie wäre dann weniger statuarisch und damit der Aufklärung zugänglich. Das wäre dann vielleicht das Judentum der zeitgenössischen Reformbewegung, das
Kant auch bei Moses Mendelssohn entdeckte und dem er Anerkennung zollte. Wie auch immer, ich denke, das sind die Pole der Ambivalenz, die erst einmal zur Kenntnis genommen werden müssen. Und deren Analyse oder deren genauere Betrachtung, ja, letztlich auch trotz aller Uneinheitlichkeit, ja, wie soll man sagen, eine Möglichkeit eröffnet, auch die späteren Äußerungen in der Anthropologie und der Anthropologiestelle zusammenzubringen. Und da überspringe ich jetzt einen Teil und werde Ihnen noch die letzten 5 Minuten diese Stelle aus der Anthropologie sowohl vorlesen als auch kurz meine Überlegungen dazu sagen. Ja, die Anthropologiestelle wird durchaus von manchen Interpreten so gelesen, dass man auch schon darin eine Uneinheitlichkeit in einer Stelle komprimiert vorfindet. Einerseits wird von den unter uns lebenden Palästinern gesprochen, also eine geografische Position gewählt. Dann kommen die Klischees, sind durch ihren Wuchergeist seit ihrem Exil, auch was die größte Menge betrifft, in den nicht ungegründeten Ruf des Betrugs gekommen. Es scheint nun zwar befremdlich, so weiter Kant, sich eine Nation von Betrügern zu denken, also im Grunde eine merkwürdige Fiktion, aber ebenso befremdlich ist es doch auch, eine Nation von lauter Kaufleuten zu denken, deren bei weitem größter Teil durch einen alten, von dem Staat, darin sie leben, anerkannten Aberglauben verbunden, keine bürgerliche Ehre sucht, sondern dieser ihren Verlust durch die Vorteile der Überlistung des Volkes, unter dem sie Schutz finden und so weiter und auch sich untereinander. Ich breche jetzt hier einfach ab und versuche hier noch einmal deutlich zu machen, diese Äußerungen, die jetzt in der Anthropologie stehen, und zwar auch nur in einer Anmerkung, aber was heißt eigentlich nur in einer Anmerkung? Ja? Die in einer Anmerkung zwar abgetrennt vom Text stehen, aber damit den Charakter einer Art Exkurses haben. Diese Äußerungen schließen sich nun gut zusammen mit dem vorher in der Religionsschrift ausgeführten Antijudaismus und der damit vorgeblich religiös begründeten moralischen Defizienz. Sie wird jetzt quasi, taucht auf als eine Charaktereigenschaft von Personen, also gar nicht mehr als ein überpersonaler Zusammenhang und wird auch mit einer seit Sokrates im Prozess von den Anklägern gegen Sokrates geäußerten Argumentation, wenn man das überhaupt so nennen will, hochproblematischen, bis heute einem sehr populären Schluss, das ja wohl nicht ungegründet, das ja wohl in irgendeiner Weise auf Seiten derer, denen dieser Ruf entstanden ist, es eine Veranlassung gegeben haben müsse, damit dieser Ruf entstanden sein könne. Es ist, wie Adorno das nennt, ein Schluss, der die diffuse Vorstellung von einer Schuld, eine fiktive Schuld, die in diesem vorgeblichen Schluss in den Raum gestellt wird, eröffnet und die gerade wegen ihrer Diffusität dann dazu einlädt, sie mit vorgeblich repräsentativen Erfahrungen vom Hörensagen oder einzelner persönlicher Erlebnisse zu verbinden, um sie mit dem Gefühl einer Bestätigung auszustatten. Das also wäre auch nur ein Beispiel für diese Stelle, wie sich scheinbar ganz unterschiedliche Perspektiven dann aber, man kann sagen, in gewisser Hinsicht fatal zuarbeiten können. Und eine andere wichtige Überlegung an dieser Stelle ist, dass die auch einerseits eine Ambivalenz eröffnet, weil Kant nämlich weiter unten, also im Anschluss an diese Stelle, noch einmal deutlich macht, er würde nun nicht versuchen, den Versuch der Moralisierung hier weiter zu propagieren, der ohnehin
fehlginge, sondern er versucht nun eine Erklärung dafür zu geben, eine Erklärung, warum dieser Handelsgeist, Wuchergeist entstanden sein mag. Und das Interessante daran ist, dass er zurückgeht bis in die salomonische Zeit mit dieser Erklärung. Also vermutlich können Sie dann lesen, ist das Phänomen des ehemaligen salomonischen Reichtums, die Wirkung davon und so weiter, dass das zu einem Volk der Kaufleute geworden ist. Und ja, das also aufgrund der geografischen Lage war gar keine andere Möglichkeit da, die Karawanen sind dort vorbeigezogen und so weiter. Das ist Kants Erklärung und manche sagen, es ist eine soziologische Erklärung, es ist eine historische Erklärung. Und in der Tat denkt man sich, ja, viel bessere Erklärung als irgendwelche Moralisierungen zu geben, also eine Erklärung aufgrund der, könnte man sagen, gegebenen materialen Umstände. Aber man fragt sich und kann sich vielleicht fragen, warum geht Kant zurück bis auf die salomonische Zeit? Warum bezieht er sich nicht auf die zeitgenössischen Repressionen? Ist das nicht in einer Weise, ja, historisierend und auch apolitisch? Also letztlich gibt es eine lebendige durch Dom und eine ganze Reihe anderer Personen angeregte Debatte, zum Beispiel über den Vorteil, Bürgerrechte für alle zu verleihen. Das aber quasi, das ist nicht das Thema, mit dem jetzt hier versucht wird, ja, man könnte sagen, materialistische Bedingungen irgendwie einzuführen und Erklärungen dafür zu geben, Berufsverbote und so weiter, sondern es wird zurückgegangen in eine, ja, in eine frühe Zeit, was, nichts liegt Kant ferner wahrscheinlich als eine Naturalisierung, aber was doch den Schein aufbaut, dass es sich hier letztlich um eine unveränderliche Charaktereigenschaft hält, die sich so lange gehalten hat. Das also, denke ich, sind die ambivalenten und durchaus ja, schwierigen und schwer zu vereinheitlichenden Perspektiven, die mir jetzt bei der Lektüre aufgefallen sind. Und ich habe einfach jetzt auf der letzten Folie mir noch notiert, was so ein bisschen jetzt die Summe wäre aus dem, was ich gesagt habe, in der Frage, wie sollen wir damit umgehen. Also im Grunde das zusammengefasst, was ich gemacht habe, den Versuch, statt isolierter Stellen und statt ja, einzelner Punkte, die zu subsumieren, sie in einen Diskussionskontext zu stellen, auch in die Kontroversen, statt einen homogenen Zeitgeist anzunehmen. Dann eben solche Traditionslinien vielleicht herauszuarbeiten, die deutlich machen, dass es sich nicht um ein Problem nur von Individuen handelt, sondern dass es sich um ein interpersonales, gesellschaftliches und politisches Problem handelt, das eben durch Tradierungsleistungen immer weiter in der, im Diskurs gehalten wird. Aber auch eben den Hinweis auf jetzt zum Verhältnis Judentum und Christentum, auf solche Verhältnisbestimmungen, die einerseits versuchen, Kontinuitäten zu zeigen oder Brüche, und dass keines von beiden nun die eindeutige Lösung ist, sondern dass alles für eine, unter einer strategischen, einem strategischen Gesichtspunkt natürlich in Funktion genommen werden kann. Naja, und schließlich wäre eben, und das ist, glaube ich, das Plädoyer auch unseres Projektes, geht es darum, auch gerade nicht zu einer abschließenden Subsumption zu gelangen und zu sagen, okay, jetzt können wir den Kant in die Schachtel stecken, Antijudaist und Antisemit, weil aus dieser Subsumption lernen wir am allerwenigsten, denn es geht bei diesen traditionsbildenden problematischen Herabwürdigungen genau darum, die kritische Reflexion auf Dauer zu stellen und auf Dauer zu halten und sie gerade nicht abzuschließen durch ein feststellendes und festlegendes Urteil. Ich danke Ihnen.